Hallo liebe Freunde, willkommen zurück bei Pokémon Reborn. Ich bin euer Rötchen und wir machen heute weiter. Ich will euch direkt was zeigen. Das ist mir gerade passiert. Ich habe hier gerade im Obergeschoss des Museums von Spinal Town hier im Automaten wollte ich ein bisschen Eis ziehen, damit ich halt sowas wie Tränke habe für die Arena. Mir ist gerade was passiert. Ich bin gerade ein bisschen sauer, dass ich das nicht aufgenommen habe, aber das werde ich euch gleich zeigen im Pokémon Center. Mir ist ein Pokémon entgegengesprungen. Und zwar konnte ich für 1000 Poké-Dollar ein Gelatini kaufen. Ja, und das Gelatini, das haben wir uns bei ihm gecatcht. Ja, gut, das schauen wir uns mal eben ganz kurz an. Da bin ich sehr, sehr gespannt. So. Ja, heute machen wir definitiv und auf jeden Fall und hundertprozentig die Arena. Also, da führt kein Weg dran vorbei. Ich habe trainiert. Ihr seht das Team bereits. Das werde ich euch gleich noch vorstellen. Ja, Gelatini. Unglaublich. Gut. Haben wir einen Gelatini. Ich bin entzückt. So, und wenn jetzt noch mein Programm hier so ein bisschen besser läuft, bin ich noch fröhlicher heute. Na, es regelt sich gleich schon wieder ein. Hoffe ich. Denke ich. Wenn nicht, werde ich wahrscheinlich irgendwas aus dem Fenster schmeißen müssen. Nein, so schlimm wird es nicht, aber... Ein bisschen einpendeln hier bitte. Das wäre sehr schön, damit das auch gleich nicht hackelt. Ich habe keine Lust drauf. Nicht auf einen Arena-Kampf. Dankeschön. So, ja. Wenn wir schon einmal dabei sind, stelle ich euch mal eben das Team vor. Zu meinem Ärgernis haben wir ein Alola Dictri dabei. Ich bin kein Fan von Alola Dictri. Bin ich nicht. Never, ever. Mm-mm. Es ist einfach nur hässlich. Also, das ist der Appell an Game Freak nochmal. Alola Dictri ist hässlich und ich bin nicht der Einzige mit dieser Meinung. Gut. Warum habe ich trotzdem Alola Dictri dabei? Es ist ein Boden-Stahl-Typ. Boden ist nun mal bekanntlich schwach gegen Eis. Stahl ist resistent. Ergo ist es neutral. Aber warum gerade Dictri? Das hat einen Grund. Erstens wegen seinem Speed. Es ist das schnellste Pokémon in meinem Team. Jo. Es ist das schnellste Pokémon in meinem Team. Und es beherrscht die Attacke Erdbeben. Sieht man ja mal hier unten. Erdbeben. Die werden wir brauchen, die Attacke. Denn mit Erdbeben, haben wir gelernt, können wir dieses Spiegelfeld kaputt machen. Und damit nehmen wir der Arena-Leiterin den Vorteil. Das ist Aufgabe Nummer 1, die wir machen werden. Wir werden da wahrscheinlich auch Dictri setzen. Aber das ist egal. Dann haben wir ein Alola Geowatz dabei. Ich bin immer Fan von Geowatz gewesen. Geowatz war, ja, oder ist ein ziemlich cool designtes Pokémon. Alola Geowatz ist... diese Geschnörkel da am Rücken, das hätte nicht sein müssen, aber okay. Ne? Ist okay. So, warum wieder Alola Geowatz? Klar, Gestein ist stark gegen Eis, nehmen wir gerne mit. Zudem hat es die Steinkante drauf, aber was noch wichtiger ist, es hat Stealth Rock drauf. Und das werden wir rausbringen, direkt nach Dictri. So, woher weiß ich, dass Geowatz überlebt? Weil es ist doch ziemlich langsam. Geowatz hat Robustheit. Deswegen kriegen wir die Tarnsteine definitiv raus. Das sind die wichtigsten Faktoren. So, dann gucken wir unser Team weiter. Wir haben Togedemaru wieder dabei. Unser allseits beliebtes Togedemaru. Ich glaube, das ist der dritte Arena-Kampf, wo ich Togedemaru mitnehme, weil es einfach geil ist dafür. Wir haben das Elektrofeld, was wir wahrscheinlich auch nutzen werden. Wir haben Spiky-Schild, also Stachelschild. Für einen potenziellen... ja, das ist halt unser... Unsere Prio in dem Sinne, ne? Wir schützen uns, der Gegner nimmt einen Achtel Schaden, definitiv, und weggesammelt.
Also mal zu haben ist gar nicht so übel. Nuzzle, klar für die Paralyse. Sing Zap. Ich habe es ab und zu mal Sing Zang genannt, weiß ich. Sing Zap ist hier altbekannten Attacken. So, warum ich hier wieder rausgehe, weiß ich auch nicht. So, Pandacro haben wir wieder dabei. Ja, der kann wieder ran. Denn Kampf ist bekanntlich Stahl. Kampf ist bekanntlich stark gegen Eis. Von daher wird der ganz schön Trouble machen. Dann haben wir Zoompix dabei. Ne? Erster Grund ist Rock Slide. Zweiter Grund ist Eis. Es kann sehr viel kommen. Ich habe Angst vor einem Mammutel. Mammutel hätte das Team, was ich vorher trainiert hätte, ganz schön gewackt. Und deswegen habe ich zur Not einfach mal Zoompix dabei. Erstens, er ist ein bisschen bulkiger. Zweitens, er hat immer auch den Rock Slide. Gar nicht mal so verkehrt. Ja, und dann haben wir Pyroleo dabei. Pyroleo brauche ich gar nicht zu erklären, glaube ich. ja, wir haben viele. Also, wir haben zwei Elektro-Pokémon dabei. Hier Golem und Togedemaru. Weil es viele potenzielle Eis-Wassertypen gibt. Die könnte man auch rausnehmen. So, das ist soweit der Plan. Ob der aufgeht, ich habe keine Ahnung. Wir gehen jetzt einfach rein. Da. Rinder. So, ich habe mir ein paar Tränke vorgeballt. Haben wir ein paar Belaber. Haben wir soweit. Revive. Ein. Gut, wir haben einen Belaber dabei. Den müssen wir gucken, wie wir den handhaben. Die Frage ist aber vorher noch, kommen hier vor noch Trainer oder nicht? Hier war der Kampf gegen Bennett. Ein echt mieser Kampf, muss ich dazu sagen. So, wir werden nachher wahrscheinlich wieder zurückrennen, wieder, damit wir mit einem vollen Team da reingehen. Ich gehe nicht mit einem geschwächten Team gegen eine Arena-Leiterin ran. Na komm. Ja, geht's denn hier los? Es ist gleich das letzte, oder? Na, fast. Ist das die Arena? Ja, gut. Das heißt, wir gehen nochmal kurz zurück. Da verschmeiße ich den Speed. Oh, als ob ich geschwächt da reingehe. Da hatten wir echt nochmal... Dann hat man doch alle Trainer letztes Mal besiegt. Habe ich doch meinen Soll erfüllt. Ohne es zu wissen. Gut. Bin sehr entzückt. Hui. Ich habe Respekt vor dieser Arena. Eis ist eigentlich gar nicht so so ein starker Typ an sich. Einfach das Spiegelfeld macht mir so Sorgen und die Arena ist relativ berüchtigt, das weiß ich schon. Mir macht das ganz böses Grummeln in der Magengegend. Aber wir gucken uns das einfach an. Welcome to my arena. Maybe some... Ja, das ist alles mit Spiegeln. Ja, hier wird einiges reflektiert. Und Silver Flame. Ja. Es spiegelt dein Leben wieder, etc. pp. Du bist ein, ja, Eis ist the most beautiful Typ, das stimmt. Eis ist wirklich ein schöner Typ an sich, vom Design eigentlich immer her. Es ist eigentlich als sehr weiblich, sehr filigran, sehr abgerundet und eigentlich Eis ist wirklich ein schöner Typ. Ja, mit den Reflexionen und Kristallen und so ist halt wie Kunst. Mhm. Aber genug von mir. Ich bin sicher, du wolltest das nicht hören. Du wolltest das nicht von einer
alten Puppe hören, ja. Alles klar. Shall we begin? Ready? Im Diktriats Lied. Ich bin ready. Then let's take your place. Alles klar. Wait, right in here, sir. Oh, da sind die anderen. Könnt ihr uns hören? Ja! Ja, this is a one-way mirror. So, I see. Jetzt geht's los. Gegen Sera. Es ist ein Einzelkampf. Gut, das ist das schon mal, was ich gehofft habe. Ich hatte Angst vor einem Doppelkampf. Graziola. Wir haben das höhere Level. Sind wir schneller als Graziola? Graziola ist nicht gerade langsam. Earthquake. Ja, wir sind schneller und hauen direkt das Feld raus. Und Graziola raus. Mega gut. Das war ein super Zug. Ich bin zufrieden. Nein, Tails. Das ist Alola Vulnona. Einer Bewegungs-Pokémon. Alola Vulnona. Gegen Stahlschwach. Das einzige Pokémon, was eine richtige Stahlattacke drauf hat, ist Diktri. Oh. Ich finde, die Alola-Formen haben die vieles richtig gemacht. Als ich Alola Vulpix gesehen habe, ich habe mich neu in dieses Pokémon verliebt. Das war einfach so süß. So. Es war einfach nur cute. Ich möchte unbedingt ein Alola Vulpix haben. So, Ironhead, kommen wir durch? Ja, wir sind schneller. Vierfach effektiv. Und down. Ja, geht der jetzt hier durch oder was ist hier los? 50. Alles stumm. Sandlash ist Sandama. Sandama ist ein Stahl-Eis-Typ, das heißt vierfach schwach gegen Kampf. Ich glaube nicht, dass Pandrako outspeedet. Vierfach schwach gegen Feuer. Also gehen wir in Pyroleo rein. ich glaube, wir haben ein gutes Team hierfür. Flammenwurf. Brick Break. Es ist sogar schneller als Pyroleo. Das ist hart. Aber das ist ein vierfach effektiver, spezieller Flammenwurf. Das überlebst du nicht. Egal, wie gut deine EVs sind. Nur noch drei Pokémon. Also, es ist bisher einfacher als gedacht. Weil das Mirrorfeld halt fehlt. Jinx, Jinx, Jinx. Das war Rosanna. Und davor, ich hab's gewusst. Ich hab's wirklich gewusst. Deswegen habe ich wirklich Pandaro ausgewählt. Ja. Ja. Ah, es ist Ivo gegen Psycho. Das ist so geil gerade. Wir haben den Crunch. Der ist sehr effektiv. Der Kampf ist nur noch neutral wegen dem Psychotypen. Wir haben auch den Bullet Punch, der ist sehr effektiv. Und wir haben Eisenfaust. Ja, Bullet Punch, klar. Geht daneben. Was war das? Das war doch Aurora Beam, ne? Ja, geh nochmal für Bullet Punch. Okay. Focus Blast! Oh! Okay. Nicht zu unterschätzen. Focus Blast kann Pandagro one-hitten. Deswegen Body Slam. Wir hoffen auf die Para. Danke, dass es daneben geht. Komm, Para. Danke. Und wir setzen direkt noch einen Bullet Punch daher. Bullet Punch. Miss. Aber da kommt die Para. Ein Rosanna macht mir gerade mehr Probleme, als mir lieb ist. Wir gehen für den Quamsch, komm. Mal hoffen, dass wir die Death Drop bekommen. Obwohl, es killt sofort. Gut.
Was kommt jetzt? Was hast du mir entgegenzuwerfen, hä? Frostless. Wir bleiben mal drin. Wir bleiben einfach mal drin. Was steht hier? Wir haben immer noch den Bullet Punch und wir haben immer noch Crunch. Was willst du mit Frostet hier? Und du bist ja Level 50. Du scheinst das stärkste Pokémon zu sein. Wir drücken Crunch. Oh, wheel. Nee, das ist nicht, nicht Aurora-Strahl, das ist hier Aurora-Schleier, ne? Ist aber okay. So, Hagelhaut aufgehört. Wir haben die Hälfte an Schaden gemacht, da drücken wir direkt nochmal. Eisbeam. Tanken wir! Hohohoho, du bist ein totes Frostet hier. Also ich habe viel von dieser Arena gehört und ich bin wirklich überrascht, wie wir hier gerade durchgehen. Ein armer Gaga. Das ist auch sehr cool. Es ist einer der Pokémon, die auch nicht so beliebt sind. Und zwar alleine wegen der Typenkombination. Eis-Gestein. Es ist die schlechteste Typenkombination, die es gibt. Wirklich. Aber ich finde das Design von Amagaga, finde ich... Oh, ich finde es mega schön. Ich würde einen Amagaga von Monagoras vorziehen. Wirklich. Nur wegen dem Design. So, wir drücken Bullet Punch. Das treffen wir vierfach effektiv und outspeeden auf jeden Fall. Komm. Ich glaube nicht, dass Pandagro das Amagaga überlebt. Aber Amagaga hat unsagbar viel KP. Unsagbar viel. Amagaga. Schönes Pokémon. So, jetzt, ja, komm. Ich habe dich extra für trainiert. Ich will Geowatz sehen. Ich will Geowatz Power. Und die bekommen wir jetzt auch. Weil die Stealth Frog, unser Plan eigentlich, mit Stealth Frog reinzugehen, das haben wir gar nicht gemacht, ne? Aber war auch nicht nötig. So, Stone Age. Aurora Beam. Dürfen wir tanken? Das ist neutral. Tanken war gut. Tanken war wirklich gut. Da können wir nochmal versuchen, auf ein Dingen zu gehen, auf ein Stone Age. Aurora Beam, das dürfte jetzt nicht killen. Danke. Und Geowatz versagt hier an. Versagt hier total. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht von Geowatz. Wirklich. Du hast es gerade richtig verkackt. Jetzt muss wirklich das Pokémon ran, was ich jetzt wirklich verabscheue. Besser auf den Tod. Das Alolan-Trio, das bringt uns den Sieg. Oder? Vierfach effektiven Iron Head. Das tut auch ein Amagaga weh. Ja. Beauty Queen Sarah, ja. Das war unser Arena-Kampf. Kriegen wir auch den Orden direkt? Weil es gab ja schon ein paar Fälle, wo wir keinen Orden bekommen. Guck mal hier, die ganzen Säulen und so sind alle kaputt. Durch unser Erdbeben wahrscheinlich. I'm afraid. Reach my breaking point. Yo. Let's step outside. Gut. This wine badge is yours now. Yeah, wir haben eine wine badge. Gut, Cap Level 55. Ich bin entzückt. Entgeistert. So, please take the Aurora Wheel. Oh, wir kriegen den Aurora-Schleier. Das ist nett. Das ist nett, ja. Damit kann man arbeiten. Naja, schützt das Team. Das Aurora-Schleier, wir kennen die Attacke. Das war ein Erdbeben. Who wants to, let's follow. Go check out. Okay, irgendwas mit Pokémon Center passiert. Who knows? Maybe we got the Grand Hall this time. Okay.
No, so, jetzt, ich bin sicher. Okay, Liter 4 irgendwas? Of course not. Ja genau, das wäre der Alte. Das ist nämlich der Vater von der Adoptivtochter von Sera. Und da ist so, die Adoptivtochter ist abgehauen. Die werden wir wahrscheinlich irgendwann finden müssen. Und da geht das schon wieder los. Immer hin und her und das und diese Suche und wieder Schlitzejagd halt. Erzähl mir etwas über meine Tochter, Dinge. Toller Vater bist du. Wo ist Luna hingegangen? Ja. Ah, Luna hieß sie, genau. Was für ein Castle? Was für ein Schloss? Van Hannen Castle. Natürlich. It's nothing. Der Markt ist weg. Just for once. Let's go, ja. Ja. Wir wollen noch ein bisschen was machen. No, sir, burial. Goodbye, ich mach's mal. Ich komme zurück, wann ich kann. Gut. Also Bennett ist jetzt mit Typi los. Und wegen der Tochter wahrscheinlich. Gut, das heißt, wir müssen da nicht hin. Ich will aber zum Castle. Das klingt spannend. Ich will zum Castle hin. Ah, where's the good news? Der Markt ist wieder weg, ja. Und nun zu den schlechten Nachrichten. Okay, Bennett ist jetzt weg. Okay. Also das aktuelle Problem ist halt wirklich weit weg. Also das Castle wahrscheinlich. Hieß es. Okay, er will die Elite 4 bisschen studieren. Okay, das ist cool. Ist wunderbar. Should be happy. Aber sie ist halt traurig, dass jetzt auch ihr Sohn gegangen ist und bittet uns, ein Auge auf ihn zu haben. Oh, das heißt, Bennett werden wir noch ein paar Mal öfter treffen. Ah, das ist geil. Ich bin mir sicher, dass er auf sich selbst aufpassen kann, aber er halt nicht immer das beste Benehmen, ja. Fast Luna in God of War. Luna hat ein God of War? No better too. It's almost... Ja, alle haben dich verlassen. Oh. Aber das ist das Leben einer Mutter. Ne? Sie zieht die Kinder auf, bis sie flügge werden. Und dann, ja. Tschüss. So, hier war doch... Da oben war nämlich ein Ausgang. Das habe ich gesehen. Wie komme ich da hin, oben auf dem Balkon? Da müsste doch theoretisch hier irgendwo eine Tür sein. Na, ah, doof. Dahin. Oh, mir sieht er auch. Da ist eine Tür. Da ist eine Tür, Mann. Ich will dahin. Erforschen. Mein Forschungsdrang, der ist der da. So, wir heilen jetzt und werden unser Teamchen wechseln. Die Porträts werde ich dann beim nächsten Part wieder umändern, sonst dauert das hier wieder zu lange, weil darum. Ich hatte ja vorher für die Arenen Klingdi-Klang trainiert und habe mir gedacht, ich hatte Angst vor Mammute. Ich hatte Angst vor dem fucking Mammute, deswegen habe ich gedacht, nee, lieber nicht. Gut, zack. Ich habe wieder einige Pokémon gefangen.
jetzt während der Trainingssession. Unter anderem, wo fangen wir an? Das haben wir schon, das haben wir, das kennen wir alles. Wir haben einen Porenta gefangen, das war im Wald, Illumise genauso, ein Remoraid. Das war im Wald, wenn man den Brunnen anspricht, der ja verschwunden ist aus Spinaltown. Da kam instant ein Remoraid, okay. Barsch war mit der Superangel da am See, Libiskus, Mantax auch mit der Superangel, Mantiops mit der Superangel, Dedenne, auch da am See halt da, wo wir die Kinder abgeladen haben. Ja, und Gelatini. Ja, das sind da die Pokémon, die wir... ich möchte noch ein bisschen die Boxbo... wo hatte ich die anderen Pokémon hingelegt? Hier haben wir Onix. Onix immer wieder mit. Ja! Ich will Onix. Party. Ja, ich finde es schade, dass Geowatz gar nicht so geglänzt hat, wie er glänzen sollte. Ah, finde ich gerade sehr, 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 sehr schade. Ich bin wirklich ein bisschen traurig. Wo sind die anderen Pokémon? Da ist Montidea. So, wen hatten wir noch mit dabei? Calamanero, sicher. Oh, Entschuldigung, dass ich dich vergessen habe, Calamanero. Aber du hast bis jetzt noch nicht allzu viel bewirkt. Obwohl du eigentlich ein mega starkes Pokémon ist. So. Ja, wir sind hier durch, ne? Jo. Fein, 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 fein. Es geht weiter. Wir können zum Markt und dort Medizin holen. Und der. Okay, der Markt ist zwar von der Arena weg, aber wo ich da hin? Wo ich da hin? Bestimmt. Also hier in der Stadt ist er schon mal nicht. So, ihr seht das schon hier im Wald. Hier hat sich auch ein Haus teleportiert. Da gehen wir gleich nochmal rein. Dort passiert nämlich irgendwas. Jetzt muss ich nur mal ganz kurz überlegen. So, ja gut, gehen wir jetzt mal eben ins Haus, mal eben gucken. So, mal... Ah ja, es ist einfach random hier mitten im Wald gelandet. Ja, I'm a fan of a weird Pokémon too, ja. Also er möchte was tauschen, er möchte ein Mossim. Weil er es cool findet und der würde uns da was tauschen. Müssen wir uns im Hinterkopf behalten. Ich werde später noch, ich weiß, da war noch was mit dem Visenior. Ich werde das alles noch nachholen. Ich möchte euch hier noch was zeigen, weil wir haben da mal eine Abzweigung verpasst und das war hier. Hier war eine kleine Trainerin mit einem Tonupto. Das war's, also mehr hatte die nicht. Und da gab es hier noch etwas. Und zwar, erstmal gab es hier das Item. Genau, noch eine Ill-Fated Doll gab es hier. Und, was noch viel wichtiger ist, hier gibt es einen Moosfelsen. Also hier, das Ding. Falls wir mal ein Evoli bekommen, vor die Proba, kann man hier bekommen. Ganz wichtig zu wissen. So. Ja, wo ist der Markt? Wir wollten Medizin holen für Anna. Der Markt ist nicht da. Jetzt müssen wir ihn suchen. Hier ist der Brunnen, von dem ich vorhin gesprochen habe, mit dem Remoraid. Ach, jetzt gucken wir mal. Das können wir auch mal eben machen. Jetzt gucken wir uns mal eben den Badge an. Genau, da haben wir einen Level Cup 55 haben wir jetzt. Sehr, sehr, sehr fein. Ja, wir können uns sogar einen Schutz kaufen. Genau, ein Quaffwaff habe ich hier auch noch gefangen. Stimmt, da war noch was. Und ein Volbeat habe ich auch noch irgendwo gefangen. Wo sind die denn auf der Box gelandet? Kann man ja rum. Fliehe. Aber keine Lust jetzt. Danke. So, jetzt kommen wir direkt hier raus, ne? Ja.
So, it rained. Der Markt ist weg. Da ist er! Der Markt! Oh, mit einem Kind. Es ist ein fliegender Pokémarkt. Ich kam hierher, um Potions zu kaufen und dann puff! Es ist Magie. Jetzt hören wir nochmal. I wanna see Orre. No, Carlos. Orre. Wo war Orre nochmal? Orre. Kommt mir bekannt vor. Schreibt mir nochmal in die Kommentare, wo Orre herkommt. Ich komme jetzt nicht drauf. Carlos ist klar, das ist 6. Gen. So, kaufen. Ihr habt doch hier diese Medizin. Da haben wir sie doch. Yes. Medizin gekauft. Und wir kaufen direkt noch mehr. Super Potions. Weil wir es jetzt einfach haben. Ich sollte noch ein paar Super Bälle kaufen. Ihr seht warum. Und Super Repel den Rest. Yes. So, jetzt haben wir kein Geld mehr. Ich werde hier jetzt gleich noch Offcam ein bisschen verkaufen. Der Part ist leider schon wieder vorbei. Aber wir hatten einen relativ spannenden Aria-Kampf. Ich bin ein wenig enttäuscht von ihm. Leider. Aber wir haben die Arena. Wir haben sie gewaggt. Das war eine Angst-Arena von mir. Weil die halt so schon so berüchtigt war. Wahrscheinlich wegen dem Spiegelfeld. Und ja, wir kamen echt solide durch. Also, Respekt. Also, ich bin sehr, 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 sehr überrascht. Einfach als gedacht. Gut. Falls euch dieser Pack gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen freuen. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Und bis denn, euer Aurinchen.